So Leute, willkommen zu einem kleinen Video meinerseits, wo ich euch mal so ein bisschen erklären möchte, was die letzten Wochen, Tage und Monate alles los war und warum seit ungefähr Oktober, meine ich, war es, kein Video mehr kam und wie es jetzt weitergehen wird auf YouTube und Twitch und allem drum und dran. Denn ich finde, ihr habt so eine kleine Erklärung mal verdient. Deswegen wende ich mich jetzt hier direkt an euch, auch ohne Schnitte und sonst irgendwas. Sondern ich werde euch einfach mal kurz mit einer kleinen Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, erläutern, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Und zwar möchte ich jetzt erstmal sagen, dass ich jetzt, warum jetzt kein Video mehr kam. Oder beziehungsweise keine Videos mehr kamen. Jetzt seit längerem. Das liegt daran, dass ich mit der Uni sehr viel zu tun hatte. Also ich hatte sehr viel Uni-Zeug zu tun und sehr viel Privates. Und dementsprechend hat mir da einfach die Zeit gefehlt, mich um YouTube und Twitch zu kümmern. Und da ich dann mehr Lust hatte, letztendlich Livestreams zu machen als YouTube-Videos, kam YouTube ein bisschen kurz. Und ich habe Livestreams gemacht auf Twitch. Das haben vielleicht auch ein paar mitbekommen. Wir haben Pokémon Ultra Mond im Prinzip mehr oder weniger zur Hälfte durchgespielt im Stream und zur Hälfte habe ich es privat durchgespielt, aber ja, das war ja so das, was der grobe Inhalt war, sage ich jetzt mal. Und ja, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat, habe ich mich dann ein bisschen auf Twitch gestürzt und jetzt möchte ich euch mal kurz meine Gedanken, die ich die letzten Tage hatte, weil es kam ja auch nichts zu Weihnachten, es kam nichts zum Jahreswechsel, also kein Jahresrückblick oder sowas. Deswegen wünsche ich jetzt erstmal nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn es ein bisschen verspätet kommt, wenn es heute noch online kommt, 3.1. Ein bisschen verspätet, zählt aber auch noch, finde ich. Und ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und jetzt erkläre ich euch mal so ganz kurz die Agenda dieses Kanals und meinerseits, die ich mir so überlegt habe und wie das jetzt so aussehen wird die nächsten Tage, Wochen, Monate, wahrscheinlich auch dieses Jahr allgemein. Und zwar werde ich jetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich da sehr viel mehr Lust drauf habe, sehr viel auf Twitch auslagern. Heißt nicht, dass ich keine Videos mehr machen werde auf YouTube. Nein, ich werde definitiv mehr auf Twitch machen. Habe ich ja jetzt auch schon gemacht. Im Mitte Dezember bin ich da Affiliate geworden. Heißt, da kann man jetzt auch subscriben. Ich habe einen Emote bekommen, beziehungsweise drei Emotes. Für jede Subscribe-Stufe einen im Prinzip. Und ja, die sind aktuell auch in Arbeit. Und ich möchte da jetzt einfach ein bisschen mehr Augenschein drauf werfen, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, weil mir das Streamen so gesehen mehr Spaß macht als der YouTube-Kram. Allerdings macht mir der YouTube-Kram auch sehr viel Spaß. Deswegen möchte ich eine Brücke schlagen. Und ich habe jetzt die letzten Tage auch mir ein bisschen die Zeit genommen, mich zu besinnen und mich ein bisschen rauszuziehen. Auch die letzten Monate allgemein, mich ein bisschen aus YouTube rauszuziehen. Und die letzten 2 Wochen so aus allem rauszuziehen ungefähr. Ich habe ja auch kaum getweetet oder sonst irgendwas. Und ja, ich habe mir es jetzt folgendermaßen überlegt. Und zwar möchte ich es so handhaben, dass ich, wie gesagt, Twitch einen großen Vorrang gebe vor YouTube. Allerdings in der Koexistenz. Das heißt, ich werde sehr viel mehr live streamen, wenn immer es mir möglich ist. So ein-, zweimal die Woche, wenn es geht. Da muss ich halt immer schauen, wie es gerade passt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch noch was auf YouTube machen. Und da habe ich mir jetzt gesagt, ich werde immer schauen, dass ich höchstens ein Projekt auf YouTube habe laufen. Also sowas wie, also ein Let's Play-Projekt. So zum Beispiel jetzt in dem Fall habe ich ja Pokémon, was seit einem Jahr läuft und seit einem halben Jahr nicht mehr weiterhin gefühlt. Und ich habe Zelda, also Pokémon X und Zelda A Link Between Worlds. Und an der Stelle möchte ich sagen, dass ich Zelda gerne fortsetzen möchte. Auch nachdem es jetzt 2 Monate Pause hatte, nach Part 9, glaube ich, möchte ich weiterlaufen lassen auf YouTube. Widmi ist ja sowieso kein Thema mehr, weil die Plattform jetzt abgeschaltet wurde. Deswegen geht es da jetzt einfach auf YouTube weiter, ganz normal. Ich möchte das Projekt gerne auch auf YouTube abschließen und da weitermachen, wenn ich jetzt wieder Zeit dafür finde. Und Pokémon möchte ich gerne auf den Stream verlegen, wenn möglich, wenn ich die Motivation dazu habe. Das Projekt geht, wie gesagt, auch schon sehr lange und ich habe jetzt sehr lange nicht mehr weitergespielt, aber eigentlich möchte ich unseren Fortschritt und die Challenge nicht wegschmeißen, sondern möchte das gerne dann im Stream fortsetzen und das Ganze dann als Streamaufnahme hochladen, sodass es auf YouTube ebenfalls vollständig ist. Das Ganze habe ich vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gesagt, etwa, dass ich 2017 mehr streamen möchte und viele Streamaufnahmen haben möchte, bla bla. Das muss allerdings anders funktionieren, weil wenn ich jetzt wirklich denke, dass ich letztes Jahr war es der GPL und 2 Spell-Projekte und
Livestreams und sowas und Uni und das funktioniert alles zusammen einfach nicht. Das ist nicht gut. Deswegen denke ich mir, ein Projekt auf YouTube, wenn ich mal, dass ich so ein bisschen so Lückenfüller habe, was ich auch mal so machen kann, ohne direkt live zu sein. Wobei es auch nicht immer der Fall sein muss, dass ich jetzt ein Projekt haben werde. Sondern ich möchte gerne an sich, wie gesagt, auf Twitch mein Hauptaugenmerk haben und YouTube daneben laufen lassen, da auch immer wieder ein Let's Play-Projekt bringen. Heißt, wie gesagt, jetzt Zelda wird hier fortgesetzt werden, definitiv. Da wird es dann die Tage weitergehen, hoffe ich. Und Pokémon werde ich die Tage dann mal im Stream anspielen. Dann werden wir einfach mal Sessions machen, wo ich dann 2 Stunden lang Pokémon spiele. Und dann habe ich da wieder ja ein bisschen Material, sodass das dann vielleicht auch bis März vielleicht abgeschlossen ist. Schauen wir mal. Es kommt auch viel auf mich zu jetzt. Ich habe jetzt dann wieder, nachdem die Weihnachtsferien fast vorbei sind, bald wieder Uni. Deswegen muss ich da schauen, wie es zeitlich hinhaut. Und ja, so steht es zumindest bei den aktuellen Projekten. Und eine Sache, die euch jetzt vielleicht auch interessieren könnte, ist die Arena Letterburg. Die Clash of Castle Arena Letterburg. Ja, also das Projekt der Multi-Channel Arena Letterburg. Jetzt habe ich so oft Arena Letterburg gesagt, dass es schon... Nee, okay. Also, Stand der Dinge ist, die Arenen sind, soweit ich jetzt weiß, gerade durch. Vielleicht fehlt noch ein Arena-Kampf, aber das ist nicht so tragisch. Ansonsten stehen alle Teilnehmer, die noch dabei sind, vor der Top 4. Das heißt, wir sind kurz davor, das Projekt abzuschließen, was die Kämpfer angeht und die Aufnahmen angeht. Na gut, die Aufnahmen müssen noch alle gemacht werden, aber was die Kämpfer angeht. Und deswegen kann ich euch jetzt sagen, dass es da wahrscheinlich auch bald losgehen wird mit den Kämpfen. Wie das genau aussehen wird, werdet ihr noch in einem extra Video erfahren, denke ich, sobald alles bereit ist und es losgehen wird. Aber ich wollte euch nur mal sagen, Stand der Dinge ist, es hat sich ein bisschen verzögert wegen Umständen und Dingen, die länger dauern und anderen Dingen, die wichtig sind. Aber es kommt noch. Es ist noch nicht abgeschrieben. Und es sind ein paar sehr spannende Kämpfe dabei, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Genau. Ansonsten gibt es, glaube ich, für mich erst nicht viel zu sagen. Das letzte Jahr war, gerade gegen Ende hatte ich viel zu tun, viel privat, viel unimäßig. Deswegen, wie gesagt, das war der Grund, weswegen nichts von mir kam, beziehungsweise weniger von mir kam, weil ich mehr Lust auf Twitch hatte und weil ich mich auch ein bisschen Zeit für mich haben wollte. Will ich auch immer noch haben, das heißt, privates Zeit für mich wird Uni, geht aktuell über YouTube und Twitch, aber wenn ich YouTube und Twitch schaffe, eher Twitch als YouTube, also YouTube steht aktuell relativ weit unten. Aber trotzdem ist mir beides trotzdem sehr wichtig, auch wenn das jetzt so klingt, als wäre es total unwichtig, es ist alles wichtig, was gesagt wurde. Genau. Gut, ich glaube, das war jetzt eigentlich auch das Wichtigste. Ich war mir nur ganz wichtig, dass ich mich jetzt einmal in Form eines Videos direkt an euch wende. Denn, ich denke, er hat es verdient, auch da auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein. Und jetzt trinke ich noch einen kleinen Schluck aus meiner Tafeltasse. Würde damit auch schon sagen, das war's für heute. Ich habe mein Mikrofon. Eventuell gibt es noch einen Stream, beziehungsweise gab es einen Stream heute. Ich weiß nicht, wann das Video jetzt online kommen wird und ob ich heute noch streame oder nicht, aber vielleicht seht ihr noch einen Stream. Und ansonsten würde ich euch sagen, ich wünsche euch einen schönen Reststart ins Jahr. Macht das Beste draus. Ich versuche auch das Beste draus zu machen. Ich meine, ich schreibe dieses Jahr eventuell wahrscheinlich meine Bachelorarbeit, oder werde zumindest anfangen. Und ja, es wird sehr interessant. Ich werde wieder definitiv mehr YouTube machen. Und Twitch. Denke ich jetzt. Zumindest als die letzten 3 Monate, weil das war wirklich nicht viel. Naja, gut. Wir wollen nicht weiter mit einem heißen Brei herumreden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir... Also, ja, gefallen war Informationsvideo. Danke fürs Zuhören, ja. Und wir sehen uns dann in den kommenden Videos bei Zelda auf, mit Zelda auf YouTube. Und mit anderen Dingen auf Twitch. Vielen anderen Dingen. Denn da mache ich einfach das, was ich gerade so Bock drauf habe. Und das, was große Projekte sind, das kommt dann halt auf YouTube auch hinterher. Genau. Dann danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns die Tage. Ciao, Leute.